Hallo meine Freunde da draußen. Jo, ich mache mir ein bisschen Gedanken gerade. Ich schaue mir gerade die letzten Tage ein paar Videos an. Deutschland nach dem Krieg. Die Bomben, zerbombten Städte. Ich habe mir angeguckt Hamburg, Berlin, Stuttgart. Ne? Ich werde auch die Videos teilen auf Telegram, damit ihr euch die auch angucken könnt. Ist ganz interessant, was die Leute damals erlebt haben. Und wir stehen vor einem, ich sag mal, ähnlichen Problem. Ich nenne das Video die Lage der Nation. Die Lage der Nation ist, wir werden regiert von Politikern, die intelligenzmäßig, ich sag mal, nicht so auf der Höhe sind. Von Tellerwäschern und Personen, die ihr Doktortitel durch sehr fragwürdige Methoden erhalten haben. Ich sag da mal, ne, Ministerpräsidentin oder auch eine Bundeskanzlerin, die scheinbar auch keine Doktorarbeit regulär und richtig vollzogen hat. Da gibt es auch Zweifel. Aber das gibt keine Konsequenzen, weil eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Und ja, ich sag mal so, ne, wir stehen, und deswegen erwähne ich das mit 45, wir stehen vor einem sehr ähnlichen Problem. Gut, wir haben keine ausgebombten Städte. Aber die Wirtschaftskrise, die momentan von der Regierung durch Gelddrucken unter dem Deckel gehalten wird, aber die Wirtschaftskrise ist da. Man hat im November gesagt, also wenn ihr im November zumacht, könnt ihr im Dezember wieder aufmachen und dafür bekommen die Geld. Das Geld vom November ist jetzt im Januar immer noch nicht da und vermutlich wird es bis Juni nicht gemacht werden, weil die Druckereien nicht schnell genug drucken können. Die Firmen, Geschäfte und Restaurants sind pleite. Jetzt kommen die Kinobetreiber, sind pleite. Und wir reden noch nicht mal von den großen Firmen. Der gesamte Mittelstand steht vor dem Ende und auch die Industrie steht, zu Teilen zumindest, vor so erheblichen Problemen, dass sie pleite sind. Im Bereich der Autoindustrie und so weiter. Die Wirtschaft ist kaputt. Durch die Regierung, durch die Maßnahmen, nicht durch den Virus. Mag man, es gibt einen Coronavirus. Es gibt auch ganz andere Viren und Bakterien. Pest und Cholera sind nicht ausgestorben. Jedes Jahr versterben oder beziehungsweise erkranken in der Welt zwischen 2.000 und 4.000 Menschen an der Pest. Durch die Maßnahmen wird sich das steigern, weil es in den Ländern, in denen diese Pestausbrüche stattfinden, übrigens auch in den USA, wird eine Verarmung stattfinden und dadurch wird die medizinische Leistung, Kapazität verringert werden. Und da werden dann auch diese Krankheiten wieder vermehrt und neu ausbrechen. Das sind Krankheiten, die wir in unserer Wohlstandsgesellschaft, auch wenn es in manchen Ländern momentan ziemlich nicht so wohlständig ist wie jetzt hier in Deutschland, gibt es trotzdem bessere Verhältnisse als früher, in denen diese Krankheiten grassiert haben. Die Regierungen wollen nun den totalen Lockdown, so muss man das ja bezeichnen. Und egal, ob du an eine Viruserkrankung glaubst, ob du glaubst, dass Corona ganz schlimm ist, obwohl der Test nicht unterscheiden kann zwischen der Grippe und der Corona. Das kann er nicht unterscheiden, ne? Wissenschaftlich bestätigt. Es ist auch bestätigt, dass wir keine Übersterblichkeit haben in Europa, auch in Amerika nicht und in Brasilien und so weiter auch nicht.
Was wir haben, ist auf einmal, man benennt eine Krankheit, einen Todesfall einfach um. Das tut die Politik. Und die Politik kann das gut. Sie kann uns Bürger seit Jahrzehnten gut bescheißen. Wir zahlen über 70% Steuer. Im Mittelalter hat man 10% vom Bürger verlangt und wenn sie auf 20% gegangen sind, dann hat es schon Rebellion gegeben. Doch jetzt zahlen wir 70% und die Steuern steigen, weil die Regierung ohne Sinn und Verstand ist. Die Frage ist, wie lange willst du dir das gefallen lassen? Musst du erst arbeitslos sein? Musst du erst dein Haus verloren haben? Musst du erst alles verlieren, damit du anfängst zum Nachdenken? Ich weiß es nicht. Die Lage der Nation ist beschissen. Und nicht nur in Deutschland, auch in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich, in Spanien, Italien, egal welches Land du in Europa nimmst, die Regierungen haben versagt. Und zwar grandios. Wie lange willst du dir das noch gefallen lassen? Wie lange glaubst du noch einer Regierung, die den Endsieg verspricht, aber das Land kaputt macht? Die Unterschiede sind nur sehr gering zu dem, was im Dritten Reich passiert ist. Ja, wir vergasen gerade nicht in Konzentrationslagern Juden, aber wir spritzen alte Menschen tot, die kurz danach sterben. Und davon sind die Nachrichten durchaus gefüllt. Schaut bei mir auf Telegram nach. Schaut auf anderen Telegram-Kanälen nach. Da gibt es noch viel mehr Infos. Aber das wird nicht in die weite Landschaft hinausposaunt. Das sind kleine Berichte, ganz versteckt und heimlich, man hat es ja gesagt. Die Presse macht sich mitschuldig. Genauso wie im Dritten Reich im Übrigen. Da stand auch die Presse hinter Hitler. Heute steht die Presse hinter der Merkel-Regierung, der EU-Regierung, die nicht gewählt ist, nicht demokratisch. Eigentlich ist alles ziemlich undemokratisch. Aber man schimpft auf Personen, die mehr Demokratie wollen. Und da fangen tatsächlich unter Umständen tatsächlich, man weiß es nicht, Nazis an, möglicherweise auch echte Nazis, darüber nachzudenken. Oder vielleicht waren sie ja mal Nazis und haben aber mittlerweile diesen Gedankensprung verstanden. Hey, wir wollen mehr Demokratie. Also wenn ein Nazi schon mitmarschieren sollte, tatsächlich bei diesen ganzen Demos gegen die Verordnungen und so weiter, dann sollte man sich als Normaldenkender vielleicht kurz einmal zurücklehnen, gedanklich noch einmal sortieren und darüber nachdenken, ob man tatsächlich auf der richtigen Seite steht. Aber leider tun das keine. Oder sehr wenige. Und ich bin gespannt, wo wir hingehen. Aufbau ist immer schwieriger als Erhalt. Doch momentan wird niedergerissen. Unser schönes Land. Unsere schönen Länder. Jetzt kommt der totale Lockdown. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben vertraut. Wir haben geglaubt, unser Vertrauen wurde missbraucht und unser Glaube, unsere Meinung hat versagt. Denn Fakten belegen, dass die Kritiker recht haben. Zahlen, Daten entscheide selbst. Denn du bist Deutschland. Denn du bist Österreich, du bist Frankreich, du bist Spanien, du bist dein eigener Herr. Zumindest laut Grundgesetz, Verfassung oder was es in deinem Land auch immer gibt. Darüber nachdenken. Auch die Kritiker anhören. Ohne Emotionen. Rational. Weil sonst geht es dir bald wie dem Spahn.
alles für den Arsch. Euer Dieter. Lasst euch nicht ärgern, bleibt im Frieden, bleibt in der Liebe. Folgt mir auf Telegram, gibt es auch tolle Videos jetzt dann immer. Wenn es euch gefällt, die Videos, wenn ihr davon mehr sehen wollt, auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Und abonnieren, liken, teilen. Ganz wichtig auch auf Telegram, damit es vielleicht doch der eine oder andere auch sonst sieht, der vielleicht nicht eurer Meinung ist. Macht's gut, euer Dieter.